Hallo Freunde des Films, neuer Tag und neue DVD-Kritik auf DVD-Kritik. Heute ein Film, der ungefähr seit 2 Wochen im Verleih ist, aber glaube ich auch gerade erst im Verkauf. Er heißt So spielt das Leben. Hauptrollen sind Catherine Hegel und der Josh Duhamel. Josh Duhamel kennt man zuletzt aus Transformers 1 und 2 und Catherine Hegel zuletzt in Kiss and Kill. Die beiden spielen die Hauptrollen. Sie spielt eine relativ bodenständige Frau, die Karriere machen will, ein bisschen borniert ist und einfach nicht so, dass es unbedingt eine Partygirl ist. Er ist typisch Kerl, macho, heiß auf Frauen, ein typischer Player, Babyface, weiß, wie man das Leben genießt. Er hat dann nicht folgendes Problem, wenn ihre beste Freundin und sein bester Freund miteinander nicht verheiratet werden und ein Kind hätten. Deswegen müssen sie zusammen im gemeinsamen halbwegs Familienurlaub im Freundesumkreis immer wieder Zeit verbringen, obwohl sie sich gegenseitig hassen. Auch schon diverse Verkupplungsversuche sind absolut fehlgeschlagen. Wäre ja nicht so schlimm, wenn da nicht der tragische Unfall der gemeinsamen Freunde wäre, bei dem beide zu Tode kommen, nur die kleine Tochter überlebt und ist 2 Jahre alt. Per Testament und letzter Wille wurde nun aber veranlasst, dass diese beiden sich um die gemeinsame Tochter kümmern sollen und in das Haus einziehen sollen, was hinterblieben ist. Also genug Zündstoff, um alle Klischees zu ziehen, die auch nur in dieser Konstellation Mann und Frau, Mann hasst Frau, Frau hasst Mann und da ist auch noch ein Kind, das keiner von beiden will, ziehen kann. Das heißt, hier sind einige Gags natürlich vorprogrammiert, eine kleine Liebesschnulze, wie sie im Drehbuch steht. Wir schauen mal rein. Also wie ihr seht, ein relativ seichter Film, fast schon eine Liebesschnulze. Die Gags sind leider sehr vorhersehbar, einige der besten sind bereits im Trailer verbraten. Beide Schauspieler machen ihren Job relativ akzeptabel, nicht besonders schlecht, aber leider auch nicht besonders gut, da wäre vielleicht mehr drin gewesen. Der Film ist ganz leicht anzuschauen, ein bisschen Popcorn-Feeling, nichts Großes, nichts Tolles. Naja, man kann ihn gucken, man würde ihn kein zweites Mal sehen wollen. Die besten Stellen und die besten Reißer hat immer noch das kleine Kind, was wahrscheinlich nicht mehr weiß, was es tut, aber einfach unglaublich süß rüberkommt. Dann das Motiv des Films, dass die beiden irgendwie zusammenleben, um für die Tochter ein erträgliches Zuhause darzubieten, aber geschmückt mit einer wirklich sehr irren Jugendamtbearbeiterin, die dem Ganzen nicht so traut und somit auch Knackpunkt des Films, ist irgendwie relativ unglaubwürdig. Leider Gottes, alles vorhersehbar, keine besonderen Twists, keine besondere Wendung, ein relativ klischeebehafteter Film. Man kann ihn schauen, er zieht sich auch ein bisschen in die Länge. Ich bin nicht wirklich begeistert, er ist auch nicht wahnsinnig schlecht. Er ist wirklich okay, man kann ihn gucken, wie gesagt, eher eine Pärchennummer. Ich wollte dem Film eigentlich 5 Punkte geben, aber jetzt, wo ich mich selbst reden höre, sagen wir mal 4,5. Das ist vielleicht angemessener. Ja, das war eine kurze kleine Kritik zu So spielt das Leben.